Münzegarde Blau-Weiß und dreimal kräftig Wohnung! 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 Danke, du hast das Wort, Jörg. Ronheims jüngster Karnevalsprinz, unser Prinz Alex I. Genau! An seiner Seite, charmant und hübsch lächelnd, am 24.12. ist sie bei dem einen oder anderen zu Hause noch ein- und ausgegangen. Als Christkind, heute steht sie wieder auf der Bühne, unsere Prinzessin, Prinzessin Sabi. So, sie hat darum gebeten, dass ich sie nicht vorstelle, darum werde ich es auch nicht tun. Ich werde unsere Kinderprinzessin Paula heute nicht vorstellen. Wer mal kurz winken möchte, das ist die Kinderprinzessin Paula. Wir haben mitgebracht unser Traditionsbar, vorneweg im Teufelsgeiger, der nicht nur Geige spielen kann, wie kein Zweiter, auch Getränke vernichten kann, wie kein Zweiter. Das ist unser Spielmann, der Simmel. An seiner Seite auch charmant und hübsch lächelnd unser Gänselieschen, eine Stimme wie Helene Fischer. Ich weiß nicht, wer die Fischer-Show gesehen hat. Ich meine, man erkennt sofort wieder, wer da durch den Raum gesegelt ist und alles. Unser Gänselieschen Betty. Die Prinzessin hat mitgebracht ihre persönliche Ehrendame, Ex-Prinzessin Lisa. Der Prinz braucht zwei Begleiter, die auf ihn aufpassen. Der eine ist für das Geld da und für die Schuhe, damit die schön spiegeln. Passt auch alles, hat er super gemacht. Das persönliche Adjutant vom Prinzen, der Christoph. Aufgrund der Höhe ist es er, der die Federn reinsteckt, wenn er sie nicht fallen lässt, was er sonst immer macht. Das ist der Tim. Jungs, ich weiß nicht, was da Weihnachten mit der ganzen so schief gelaufen ist, aber eigentlich warten wir die schönsten, besten, durchtrainiertesten Männer in Monheim. Da kommen wir aber wieder hin, es ist jetzt noch ein paar Wochen Zeit bis zum Gardaappell. Dann schleifen wir alles rein. Für mich seid ihr immer noch die schönsten, stärksten, muskulösten Männer, die Monheim jemals in eine blau-weiße Uniform gesteckt hat. Die Prinzgarde Blau-Weiß Monheim!